willkommen zur Hot Lap des Orbit Parks. Der Grand Prix von Australien war ein mega Rennen heute. Ich hoffe, ihr habt es genauso gefeiert mit vielen, ja, nicht voraussehbaren Dingen. Abonniert gerne den Channel, kostet uns, lasst gerne ein Daumen da. Recap kommt morgen. Hier haben wir die Stats. 1996 gab es das Debüt hier, aber vorher wurde schon in Adelaide gefahren. Der Street Circuit war auch ein mega Event damals. 5278 Meter, eine Runde lang, 14 Kurven, 9 links und 5 rechts. Man hat sie verkürzt von 16 auf 14, weil ja die Klatschikane weggeflogen ist. Die meisten Wins hat Michael Schumacher in 4 und 58 Runden wurden heute mehr oder weniger gefahren. Hier nochmal das neue Layout von Australien. 3 DS-Zonen, man hat die vierte weggenommen fürs Rennen, weil es Alpine zu gefährlich fand. Und hier die Kurve 1, da gab es ordentlich Berührungen schon in der Vergangenheit. Der fliegende Williams zum Beispiel hier, legendäre Momente, aber leider auch traurigere Momente. Hier in Turn 3 Fernando Alonso 2016 mit seinem richtigen Horrorunfall, wo man gebetet hat, dass ja nichts passiert und es Gott sei Dank auch nicht viel passiert. Und wow, das ist auch eine sehr schlimme Kurve, der Toyota hier richtig abgeflogen. Und das war schon hier die Strecke, ein sehr schönes Layout. Und wir kommen hier mit dem weißen Red Bull, der ja wieder ins Game gekommen ist, muss ich mir unbedingt auch nehmen. Ich wusste nicht, dass Ferrari wieder so extrem gut ist. Aus der letzten Kurve raus, hier mit DRS und in Richtung erster Kurve, eine tolle Strecke. Links oben habt ihr die neue Map, ich habe aber noch das alte Layout gefahren. Kurve 1 und 2 kann man hier gut schneiden und beim linken Körper musst du ein bisschen aufpassen, weil ja, dieser Kunstrasen ist echt sehr mühsam. Man braucht beschleunigen, viel Körper mitnehmen und den ganzen Schwung, den man hier aus der ersten Kurve mitnimmt, gleich mal mit rausnehmen. Da kannst du dich gut an deinem Gegner dran sein. Man hat auch viel überholt mit euch hier in Kurve 3 gesehen. Da war auch der Unfall von Fernando Alonso 2016. Kurve 3 auch harter Bremspunkt. Oft viele Verbremser auch gesehen. Von mir selbst kenne ich die auch. Hier dann der Unfall von Vettel heute. So, lala. Ich auch hier ähnlich. Weit über den Körper drüber gegangen. Normalerweise berührt man den nicht mal so stark. 5. Da hebelt sich auch leicht aus. Hier mit den Track Limits richtig mitgenommen. Und dann kommt hier 6, 7, 8. Eine coole Kurvenkombination aus einmal harter Bremspunkt, einmal langer Rechtskurve. Also die Strecke hat es wirklich in sich. Ich liebe das. Das Ruckeln tut mir leid. Das ist leider noch immer noch die Replay. Das ist das fertige vom Lance-Game und es laggt trotzdem so herum. Das nervt mich auch übelst, weil wenn man dann so Lags drin hat, das gefällt mir auch gar nicht. Falls ihr das Mega-Season-Rennen noch nicht gesehen habt, oben rechts habe ich noch verlinkt. Kam auch pünktlich um 7.30 Uhr online heute. Also schaut da unbedingt gerne vorbei. Hier nochmal in der Halo-Ansicht. Ich mag die Ansicht auch sehr. Fahr sie persönlich aber nie. Diese Schikane ist dann weggefallen. Die Clark-Schikane 8 und 9 und 10. Und hier hätte es dann die zweite DS-Zone gegeben. Hier auch richtige harte Bremsen. Ich bin eigentlich froh, dass die Kurve weg ist. War nie ein richtiger Fan. Bin nur mit dem linken Vorderreifen ins Gras gekommen, weil ich da zu viel wollte. Auch die Verbremse und so weiter. Echt hardcore hier. So, 11 und 12. Hier hatten wir gleich zwei Ausritte von Kevin Magnussen. Und natürlich auch traurigerweise von Carlos Sainz Jr., dass sich hier ins Kiesbett links weggedreht hat. Er ist aber auch eine sehr tricky Kurve, muss man sagen. Die Highspeed pur. Und natürlich auch wichtig, den richtigen Scheitel hier zu treffen. Dritte DS zumindest schon. Boah, die Runde ist so schnell vorbei hier. Und dann kommt es in Kurve Nummer 13. Hier zu einem mega rechten Winkel, der es wirklich auch in sich hat. Und dann der schnelle Rechtsknick, wo man links wirklich dazu neigt, das Kiesbett zu touchen. Ich bin hier eher so vorsichtig mal gefahren. Bin trotzdem eine gute Runde gefahren. 1,22, 8. Ich weiß, ist jetzt nicht gut. Oder ist jetzt nicht optimal, aber trotzdem. Hier hat die Verstappen auch den ein oder anderen verbremst, auch Perez im Rennen, aber trotzdem sind wir da jetzt Gott sei Dank heile durchgekommen. Links wollte ich auch nicht zu viel Risiko eingehen, bin da auf Safety gefahren, auch den Curb nur leicht getoucht und hier geht es nochmal an die erste DS-Zone. Das war schon eine Runde am Orbit Park. Schaut gerne auf Instagram vorbei, IT-Gaming, auch gerne auf It's-Tobi. Wir haben heute 11.000 geknackt. Vielen, vielen Dank und abonniert gerne den Channel kosten. Also wie gesagt, Recap kommt morgen. Wir werden auf jede Szene eingehen. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später auf TikTok. Bis zum nächsten Mal und tschüss.